Schönen guten. Ich bin der Dirne und wir sind hier mit Hearthstone. Und ihr wisst ja beim letzten Mal, okay, da war ein kleiner Fehler mir mit dem Headset hier passiert, ne? Das G35. Apropos, ich muss mal eben gucken. Ne, Entschuldigung, ich muss mal eben schauen, ob das nicht schon wieder passiert. Ne, ist alles in Ordnung. Sehr gut. Dann. Achso, jetzt wollte ich hier euch zeigen, ne? Ich habe ein paar Spielchen gemacht, bin auf 23 auf, jetzt stehe ich hier immer noch mit meiner Magierin, nur jetzt haben wir hier das, kriegen wir ein Päckchen, deswegen nehme ich das auf, dass wir das am Ende spielen können, weil wir jetzt aufsteigen werden, schätze ich mal, egal ob wir gewinnen oder verlieren, steigen wir auf. Die habe ich bisher freigeschaltet, weil ich gegen die gespielt habe, ihr könnt auch sehen, die sind alle noch Level 1, ich habe also nichts anderes gemacht hier, außer im gewerteten Modus zu zocken. Ja, habt ihr auch gesehen, ich habe jetzt sechs Siege und naja, ich weiß nicht, ob das, nö, ich glaube, der ist eher nicht gut, aber mit dem paar Kärtchen, die ich da zur Verfügung habe, glaube ich, ist das mal gar nicht so übel. Also dann andere hier, wie ich das hier so gesehen habe. Garrosh, ja, wäre doch mal ein schönes Ding, das freizuschalten. Hoffentlich gewinnen wir. Nicht wahr? Ich werde mal hier die beiden wegtun. Was wollte ich sagen? Freischalten, bla bla, Pack ziehen. Ja, wenn wir Level 10 werden, ziehen wir ein Pack. Und deswegen habe ich gedacht, wenn wir jetzt hier Level 10 werden, dann nehme ich das mal auf. Ich glaube, man wird, könnte sogar sein, dass wir Level 10 werden, ob mit oder ohne Sieg. Und von daher, achso, natürlich erstmal guten Tag. Die finde ich jetzt am Anfang ein bisschen verballert, eigentlich. Ja, jetzt auch irgendwie, ja, ne? Ihr wisst schon irgendwie, wie ich das meine, oder? Ja, das mache ich auf keinen Fall. Ja, spiele ich lieber den. Entschuldigung, ne? Ich bin ein bisschen, ich habe ein bisschen Raucherhusten. Aber das sollte ja kein Problem sein. Ja, wie gesagt, Headset fehlt. Ich habe hier dieses G35 und habe da leider diese Alien. War das der Alien-Stimme? Ich glaube schon. Ich weiß es nicht. Kann aber gut sein. Oder Troll. Irgendwas von beiden. Alien, ne, Alien. Gibt es ein Alien? Ja, aber der war ein Troll. Tut mir auch sehr leid. Ich prüfe das eigentlich. Ich bin so blöd, wollte ich jetzt eigentlich sagen. Ich prüfe das einfach vorher nicht. Das ist ziemlich doof, dass ich das nicht tue. Den da. Und von daher würde ich sagen, ist mir das leider entglitten. Ja, was soll ich euch sagen? Wie gesagt, ihr könnt mir immer noch hier Tipps geben und so. Ich habe ja die besten Zuschauer der Welt. Also die beschweren sich nicht, die meckern nicht, die machen gar nichts. Ab und zu, hier und da habe ich schon mal ein Lob gekriegt. Nicht wahr? Ist aber eher selten. Meistens ist es so, dass man mir gar nichts schreibt, ja. Ist auch nicht immer schön oder ist nicht so, ne, finde ich nicht so toll, aber was willst du machen, ne? Ist halt so. Und das ist mir ja auch eigentlich irgendwie egal, weil, ja, was würdet ihr spielen, das? Und das? Ich will den jetzt noch nicht hier so, ich möchte die 5 wirklich ins Gesicht drücken. Obwohl, er kann den jetzt auch traden, naja, aber dann kann er das ja machen. Ich bin eher der Nicht-Trader. Ich lasse lieber traden. Ich weiß nicht, wieso. Was war das denn hier? Was war das denn hier? Was war das denn? Was war das denn? Was war das denn? Fände ich jetzt eine Verletzung. Ist das mächtig? Hinrichten 1. Scheiße. Zu billig. Ja, ihr wisst ja, ich bin noch nicht so der Pro und der zieht uns jetzt hier die Buchse aus. Beziehungsweise mir. Euch ja nicht so. Ja, ich müsste den trainen. Könnte den Barasashi Buri Buri Gare Barawarishi. Den hauen wir raus. Ja, da guckt er auch noch nach hier. Also Krieger, ach ja, habe ich auch noch nicht freigeschaltet. Geht ja gar nicht. Kann ich ja gar nicht spielen gehabt haben. Nee, ich habe ja jetzt 3 Leute hier. Aber Krieger, ich habe ja noch, wie gesagt, diesen anderen Account. Privat quasi. Wo sieben Angriffe, Alter, der macht den so weg. Aber auch nur den. Aber nur mich, der ist voll der Rusher hier, Alter.
Aber mit Erfolg, würde ich sagen. Kumpel, da das so ist, muss ich dich mal eben hier. Muss ich einen Spott raushauen? Das geht ja gar nicht anders. Ich hätte dem jetzt zwar gerne noch was gegeben. Der trifft nur ihn, ne? Ja. Dann hat er hier so viel Rüstung. Scheiße. Ja, der ist ein schönes Deck jetzt schon. Also jetzt schon. Oder hat Geld ausgegeben, ne? Das kann natürlich auch sein. Das ist ja leider hier auch Pay to Win. Wenn man das mal so sagen darf. Also Player um. Pay um schneller to win. Auf jeden Fall. Und das haben wir nicht vor. Also ich finde das wirklich ein bisschen teuer hier. 17, also für 15 Packs zahlst du 18 Euro. Das finde ich wirklich ein bisschen teuer. Aber andersrum gesehen. Danke. Andersrum gesehen ist es natürlich so eine Sache, für ein Spiel, was man nicht bezahlt, kann man ja schon mal so 18 Euro ausgeben. Ne? Also das könnte man durchaus tun. Und je nachdem, im Laufe der Monate, könnte es einem ja auch ein bisschen mehr wert sein. Oder wird es wahrscheinlich auch. Also die kriegt er erstmal ins Gesicht. Kann ich noch was buffen? Na klar. Damit hat er so ein irgendwie irgendwas. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Aber wisst ihr was? Der Schaden, ob 12 oder nicht 12, das ist schon mal so ein Unterschied, ne? 2 Schaden können es ausmachen hinterher. Und, also da können wir ruhig schon mal die Kohle ausgeben, denke ich. Habe ich bis jetzt noch nicht gemacht. Aber ich habe es auch nicht wirklich vor, aber vielleicht, also wie gesagt, 18 Euro, das könnte ich mir schon ganz gut vorstellen, sag ich mal so. Das kann ich mir schon vorstellen, das zu tun. Dann mache ich mal weg hier. Dann habe ich nämlich 18 Schaden. Schade. Gut gespielt, Junge. Dann haben wir mal kräftig aufgeräumt, oder? Jetzt bin ich schon Murloc-Räuber hier. Murloc. Ich will Level 20 werden hier, weil da kriegt man 9 Kartenrücken. Also wenn man die Saison abschließt in Level 20. Oh Scheiße, jetzt habe ich echt gedacht. Aber wisst ihr was? Das war so kurz. Da machen wir noch einen. Und wir haben Krieger freigeschaltet. Sehr schön. Der hier jetzt noch nicht ist, aber jetzt, ne? Jetzt trotz Sieg bin ich nicht aufgestiegen. Das ist natürlich blöd. Also, weil ich hier schon Decks gemacht habe. Genau. Ah, ich hätte euch erfahren. Ich kann euch ja verarschen, ne? Ne, ne, habe ich aber nicht. Ich habe hier lediglich Guck da hier. 1, 2, 3, 4, ja. Die haben wir jetzt alle freigeschaltet. Da fehlen noch ein paar, ihr seht. Gut, aber da das jetzt so eine kurze Runde war und wir nicht aufgestiegen sind, wieder erwarten eigentlich. Ich dachte jetzt echt, das würde klappen. Machen wir noch eine Runde. Tun wir noch einen Rennen. Wir wollen ja das Päckchen ziehen. Aber ich werde mir natürlich Mühe geben, hier ein paar Spiele zu machen und aber ich bin jetzt hier nicht so, ich will nicht dieses Üben da spielen. Dass ich die jetzt alle freischalte, oder vielleicht mache ich das doch, ich weiß noch nicht. Einfach um sie alle freizuschalten, meine ich, dass ich da mal irgendwie was mache. So schlecht ist das jetzt nicht am Anfang. Ich glaube aber trotzdem, die beiden tue ich erstmal weg. Ja, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Okay. Okay, der hätte ja auch noch ein Dreier, ne, irgendwas sein können. Den spiele ich auch nicht jetzt. Ich werde erstmal hier nur grüßen, winke, winke, und dann werde ich fertig machen. Okay, Jäger ist gefährlich, habe ich noch nicht. Wie, danke. Ja, wisst ihr Bescheid, ne? Fernlesen, ja, das ist eine KDU, da kann man sich drüber streiten. Also, wir wollen natürlich hier so viel wie geht freischalten und dass ich Arena spielen kann, und das ist die Frage jetzt. Ich weiß, es wird mir sowieso keine Antwort geben, aber ich frage trotzdem, denn man ist ja freundlich.
Man ist ja nicht so, ne? Man kann ja einfach mal fragen. So, das machen wir so und so und so und so und so und so. Und dann wäre die Frage, ob ich jetzt nur Arena aufnehmen soll und nicht diese normalen Spiele hier, wo ich mir einen abkacke. Also in der Arena werden wir noch viel mehr abkacken, keine Frage. Also da, ne? Ist ja logisch. Also ich, ne? Ich sag mal wir, warum ich? Ich und du. Du, der hier gerade zugucken tut, du. Jawohl, so ist es. Ob ich den Magier hier ausspielen soll? Oder lieber den Spott? Auf jeden Fall wollte ich sagen, ja, ob ich lieber diese Arena aufnehmen soll oder ob wir. Und dann, ja, das mache ich dann selber. Entweder nehme ich das dann auf mit getrennt, diese Kartenauswahl. Und dann so Spiel für Spiel, dachte ich, damit es einfach auch schneller geht beim Hochladen und so weiter und so fort. Kann man noch mehr raushauen. Und ja. Wenn ihr da irgendwelche Wünsche habt, Anregungen, schreibt es mir bitte mal rein. Ja, das wäre ganz schön. Dankeschön. Ey, Alter, die Karte ist wirklich gut, was? Die Hunde sind los. Ja, krass, Alter. Jetzt haben wir hier ein bisschen Schwierigkeiten. Schwierigkeiten haben wir ein bisschen. Ne? Da haben wir 4, 6, 8. 4, 6, 8. 4, 6, 8, 5, ja, 3, 12. Der bringt mir gar nichts. Feuerball bringt mir auch nichts. Ich mach den mal aus. Entweder, ja, wenn nicht, dann mache ich das alles selber. Also dann entscheide ich. Dann mache ich alles. Also ich mache so, ne? Falls mal. Aber wenn es nur einer ist, der mir da ins Kommentar schreibt, nach dem werde ich mich richten. Wenn sonst keiner da ist, ne? Ist ja klar. Ja, du kommst mir wie gerufen, du. Den brauche ich. So, und dann brauchen wir den. Nicht wahr? Also ich werde mich danach richten. Ich werde mal ein bisschen warten, ob da was steht oder nicht. Und wenn da nichts steht, dann entscheide ich das eben selber. Was nun? Aha. Das kennen doch bestimmt einige von euch, den Fischkopf. Wenn ihr den mal ein bisschen näher kennt oder so, dann schlacht dem doch mal vor, wir können mal ein Match machen. Gut, dann muss ich ja ein bisschen noch üben. Üben. Ich meinte natürlich, müsste ich natürlich so ein bisschen noch ein paar Karten sammeln hier, damit ich wenigstens von den Karten her eine Chance habe. Aber gegen den würde ich doch gerne mal ein Match machen, ne? Der ist auch so lustig, der Junge. Ich finde den so gut. Ich finde ihn so witzig. Ist schon krass. Ist schon krass, ne? Der Bursche. Ein kleines Arschloch. Der spielt das schon. Der kennt sich aus. Und der hat auch gute Karten, ne? Ah. Ja, soll ich jetzt wirklich was hier in Schaf verwandeln? Lohnt sich das? Vier, 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 vier. Wisst ihr was? Scheiß drauf. Zack. Zack. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Kann auch nicht sein hier. Kann man hier die Butter für ein Brot nehmen lassen. Das ist ein Goldener, ne? Oh. Oh. Ja, wir haben verkackt. Schon wieder. Scheiß drauf, aber. Ja, ist jetzt nicht so wichtig, aber. Aber. So, weg damit. Ja, es hat ja nicht so viel gebracht, ne? Einen können wir noch wegmachen.
Sechs Schaden sind sechs Schaden, ne? Ja. Kann er den tauschen? Dann haben wir den noch. Dann haben wir den noch. Boah, hat er ein schönes Kam. Kam. Schöne Kam, du. Also schön. Also wirklich, also schöne Kam. Also wenn ich, wenn ich viel irgendwas höre, eine Sprache, also nicht eine Sprache, sondern ein Akzent oder ein Dialekt oder wie auch immer man das nennen möchte, dann, meine Lieben, und ich, das Problem ist, dass ich mir das so aneigne, ne? Oh, ich krieg den gar nicht weg, ey, das ist doch scheiße, muss ich schon wieder den nehmen. Wisst ihr Bescheid? Ich habe jetzt so viel den Dings geguckt hier. Ja, danke. Oh, das ist auch so ein Vieh. Wie ist es eigentlich, wenn man die Golden zweimal hat? Kann man dann die anderen auch zweimal reintun? Ich kenne mich da gar nicht aus. Ja, gut gespielt. Hat er wirklich gut gespielt, ne? Da war ja mal nichts zu löten, du. Keine Sterne. Niederlage. Aber Levelaufstieg und darum ging es ja. Ne? Wir erhalten das Päckchen hier. Sehr schön. Und die letzten Korden. Flammstoß. Jawohl. Sehr gut. Dann wollen wir die gleich mal öffnen hier. Also wenn ich irgendwie was längere Zeit höre, dann so dialektmäßig und so, dann so, dann eigne ich mir das irgendwie an, ob ich das will oder nicht. Segen der Weisheit. Wählt einen Diener aus, zieht jedes Mal eine Karte, wenn er angreifen tut. Ja. Oh, das ist schön. Oh, selten haben wir Verteidiger von Argos. Argus, weiß ich gar nicht, ob ich den schon habe. Ein Gottesschild. Auch nicht schlecht. Immerhin golden, ne? Sehr schön. Und den benachbarten Diener haben einen Angriff. Sehr schön. Ja, liebe Leute, da würde ich sagen, das war es schon wieder. Also wie gesagt, wer was reinschreibt, ist klar im Vorteil. Nach dem wird sich hier gerichtet. Und ja, ansonsten werde ich hier noch ein bisschen machen, ein bisschen freischalten. Und ich denke mal, die nächste Folge werden wir dann Arena machen, ne? Also bis dahin, macht es gut, schlaft schön und adios.